fehlen ein Jahr, 10 Tage und 8 Stunden bis zu dem Schuss in der Bayerischen Mission in Tel Aviv. Ich heiße Shirin Akras. Ich studiere Geschichte Palästinas, Islamische Universität Gaza. 29. März 2002, 14.04 Uhr. Ich weiß es noch nicht, aber es fehlen ein Jahr, 10 Tage und 8 Stunden bis zu dem Schuss in der Bar Rishon LeZion in Tel Aviv. Ich heiße Eden Golan. Ich lehre jüdische Geschichte, oder besser, ich lehre die Geschichte aller. 29. März 2002, 14.04 Uhr. Ich weiß es noch nicht, aber es fehlen ein Jahr, 10 Tage und 8 Stunden bis zu dem Schuss in der Bar Rishon LeZion in Tel Aviv. Ich heiße Mina Wilkinson, Amerikanerin, weiblich, Soldatin. Bei den Phantomkommandos. Da ist es. Dorthin gehe ich zu meinem ersten Treffen auf dem Weg zur Märtyrerin. Al-Qassam, Märtyrerin. Geiselnahmen werden bei uns da gemacht, wo Geld ist. Hier nicht. Wer ein Attentat überlebt, bleibt am Leben, aber der Tod hat sich im Kopf festgesetzt. Gestern Morgen hat sich ein Mädchen ungestimmten Alters mit einem Mechanismus, der wahrscheinlich von einem Handy ausgelöst wurde, in die Luft gesprengt. Es gibt eine tiefe, enge Beziehung zwischen einem Märtyrer und seinem Sprengstoff. Gibt uns das Signal und dann pflastern wir Ihnen eine Gewehrsalve auf die Stirn, befreien die Geißeln und ab nach Hause, weil gleich Schabbat ist. Ich werde nie mehr in Sicherheit sein, solange auch nur ein einziger von Ihnen... Und der Tod, dem man entkommen ist, bleibt wie eine offene Rechnung, die man irgendwann früher oder später zu begleichen hat.